Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Mario und Luigi zusammen durch die Zeit. Im letzten Part haben wir im Untergrund vom Pilzpalast Krankfried gefunden, der hier zusammen durch die Zeit einen Bohnenshop eröffnet hat. Und dann haben wir auch schon das nächste Gebiet betreten, nämlich die Schleifsandwüste heißt sie, wo wir schon versucht haben, in diesen Dom über den Haupteingang reinzukommen, aber das war nicht so eine schlaue Idee. Deswegen versuchen wir jetzt den Geheimeingang irgendwie zu finden, der anscheinend mit diesen vier Säulen, die wir schon auf der Karte sehen können, zu tun hat. Und was es damit genau auf sich hat, werden wir jetzt noch herausfinden, aber erstmal ein paar Kämpfe. Denn wir haben auch natürlich wieder hier neue Gegner. Und zwar diese hier. Schub Taucher hieß er, glaube ich. Jetzt gleich nochmal mir genauer anschauen. So. Genau. Ja, der hat schon ein paar verschiedene Angriffe auch. Auch immer mit ein paar Variationen drin. Schubar-Taucher heißt er. Okay. Na gut. Warum jetzt das A noch dabei ist, habe ich keine Ahnung. Aber wenn er meint, dann soll es halt dabei sein. So. Auf jeden Fall möchte ich hier ganz gerne natürlich von allen Gegnern alle Angriffe mit allen Variationen zeigen und auch erklären, logischerweise. Aber ich werde hier nicht gegen jeden einzelnen Gegner kämpfen, weil das wirklich sehr, sehr viele sind hier in der Wüste. Aber ich will zumindest wirklich alles zeigen von den Angriffen her. Das ist ganz klar. Dann das eine Röhre, wo wir aber aktuell nicht hinkommen. Das ist auch für den Wurf hier zu hoch. Deswegen müssen wir das erstmal sein lassen. Okay, dann gleich zurück. Und wir haben aber schon einen weiteren neuen Gegner gesehen, nämlich einen Poké. Let's go, okidoki. So, Hallöchen. Kommt auch erstmal alleine vor. Da kann sich erstmal mehr Körperteile beschaffen. Und ich kann jetzt ganz normal auf ihn draufspringen, um ihm Schaden zu machen. So. Aber ich kann auch Hammerangriffe benutzen, um seine Körperteile einzeln wegzuhauen. Nämlich so. Und, ja, das war jetzt schlecht. Und das macht dann auch, das hat auch Auswirkungen auf seine Angriffe, je nachdem, wie viele Körperteile er noch hat. Denn den Angriff gerade eben, wo er einfach auf mich zugerannt kommt, da kann ich überhaupt nicht ausweichen, wenn er die maximale Größe hat. Gerade eben bei der aktuellen Größe wäre es, glaube ich, schon gegangen, wenn ich ein bisschen besser gewesen wäre. Ich war aber zu blöd. Leider. Toll. Aber es macht keinen Schaden natürlich, genau. Deswegen zumindest ein Körperteil sollte man ihm immer weghauen, weil er ansonsten einen Angriff machen kann, wo man immer Schaden nehmen wird. Und das ist natürlich doof, vor allem für unsere Challenge auch, weil ich ja jetzt auch wieder die Erfahrungsorden angelegt habe und nicht mehr die Heilorden, weil die ja doch ein bisschen zu OP wären für meinen Geschmack. So, das ist gleich der nächste. Let's go! Okidoki, schon diesmal kommen wir hier zu zweit vor. Alles klar. Dann werde ich erstmal gleich eines der Körperteile weghauen von ihm. So. Und zack. Und du greifst an. Ne, das war falsch. Shit. Ich hätte zuerst mit Mario springen müssen. Da bin ich mir nicht ganz sicher, woran man das erkennen kann, wen er da zuerst angreifen wird. Ob man das überhaupt erkennen kann. Wahrscheinlich schon. Aber ich weiß nicht genau, wie man das erkennen kann. Muss ich mal nochmal genauer darauf achten dann. So. Und der andere Angriff. Ne? Okay. Das war knapp. Gut. Da kann er auch mit jedem einzelnen Körperteil dann so einen Stachelangriff machen. Wenn die Körperteile nach vorne gehen, ein bisschen, werden sie Mario angreifen. Wenn sie nach hinten gehen, dann wird Luigi angegriffen. Genau. Und man kann eben Hammerangriffe benutzen, um seine Körperteile wegzumachen. Aber es ist noch sinnvoller, dafür Items zu benutzen. Genauer gesagt ein Panzer. Der ist dafür ideal, weil ich damit eben immer einzelne Angriffe mache. Genau. Um seine Körperteile loszuwerden. Und ich kann sogar dann auch noch den Kopf ein bisschen angreifen und auch noch dem Schaden machen. So, ganz genau. Und das reicht schon aus. Gut. So, jetzt diesmal zuerst Luigi, ja. Da bin ich mir echt unsicher. Weil ich meine, der verschwindet ja auch sofort im Sand. Und da hat man jetzt nicht wirklich irgendwie einen Arm sehen können, den er gehoben hat oder sowas. Weil bei dem anderen Angriff, den er schon gemacht hat, wo er so eine Stachelkugel hervorholt, da kommt es halt wieder mal drauf an, mit welcher Hand er das hervorholt. Mit welchem Arm, wie auch immer. Rechts ist auf jeden Fall Mario und links ist Luigi. Das ist da klar. Aber bei dem Angriff von gerade weiß ich es nicht genau. Hm. Und der hat aber auch nochmal sogar einen anderen Angriff. Also der hat schon drei verschiedene Angriffe mit Variationen teilweise. Also ist schon gar nicht so einfach dann. So, zwei diesmal. Okay. Da können wir gleich nochmal genau gucken, dass ich das hinkriege. So, Mario diesmal nämlich genau. Das ist nämlich der andere Angriff noch. Bam. Sehr schön. So, Luigi. Genau, weil er eben den linken Arm benutzt hat dafür. Ganz genau. Okay. Also haben wir an sich dann schon alle Angriffe verstanden, bis auf den Tauchangriff da, wo ich einfach drüber springen muss. Den hier. Ja, vielleicht muss man da doch auch einfach diesmal reagieren. Und es gibt kein Anzeichen, wen er zuerst angreifen wird. Ich weiß aber nicht sicher. Weil, also irgendwie sieht das für mich immer gleich aus, was der macht. Weil er ja auch, wie gesagt, keine Arme hebt oder sowas. Vielleicht, wie er halt eintaucht, wie der Sand da nach oben spritzt, wenn er... Kann man das Spritzen nennen? Nicht wirklich wieder... Wie der Sand da nach oben geht, wenn er halt angreift. Ich will den erstmal bekämpfen, bevor ich mir die Bohne hole. Während ich noch zu viert bin. So, okay.
aber dann machen wir jetzt mal, wir machen mal kurz einen Prozess mit dem Kanonengeballer einfach, so, zack. Das dürfte locker ausreichen gegen dich. So. A, X, Y, B. So. A, X, Y, B. Yeah, 105 Schaden. Nice. Denn ich glaube sogar vom Poki durften wir schon alle Angriffe gesehen haben. Ich glaube, der hat keinen weiteren mehr. Der hat nur die beiden, glaube ich zumindest, wo er halt auf mich zugelaufen kommt. Und wo er höchstens eine Größe von 3 haben sollte. Und noch dieser Stachelangriff da. Ich glaube, weitere dürfte es nicht geben bei ihm. So, hier hoch kommen wir übrigens auch nicht sogar. Das ist nämlich ganz interessant hier. Weil das ist, glaube ich, das einzige Gebiet, so ungefähr, das man nicht auf Anhieb komplettieren kann, wenn man alle Blöcke haben will. Weil man dafür wirklich eine spätere Fähigkeit braucht, die wir halt noch aktuell gar nicht haben. Aber, na gut. So, reicht es eigentlich aus, wenn ich einfach sowas mache, um dich zu töten? Okay, der hat gar nicht so viele KP. Da muss ich dann nicht extra seine Körperteile ihm abhauen. Und er hat auch eine langsame Geschwindigkeit, weil Mario und Luigi sogar auch zuerst angreifen dürfen. Deswegen so schwer sind die Pokés dann eigentlich nicht. So, und hier ist irgendwas Komisches. Bei dieser Statue hier. Hm. Und dadurch wird die andere aktiviert. Ja. Und da müssen wir jetzt dann nämlich ein bisschen aufpassen. Auch gleich. Ja, oh no. Das war schon mal toll. Und Luigi wird gleich dann angegriffen werden. Super. Und ich kann ihn nicht retten, weil ich ja keine Frischwurzen benutzen darf. Mit einem Frischwurz könnte ich ihn wieder aufstehen lassen. Und natürlich greift er auch Luigi an. Das war ja klar. Autsch. Okay, 8 Schaden nur, aber... Dennoch, war ein bisschen blöd. Auf jeden Fall ist es hier unser Ziel, dass wir halt dann immer zu 2 gegenüberliegenden Säulen gleichzeitig hinkommen. Einmal mit den Erwachsenen und einmal mit den Babys. Was eben heißt, dass wir uns aufteilen müssen. Und das ist halt immer riskant, also das wird dann gar nicht mal so einfach werden. So, das Geheimnis der Schleifsandwüste, Auto unbekannt. Die Wüstenwächter sehen sich an, warten darauf, durch Licht verbunden zu werden. Ein Paar muss bei einer Statue verweilen, um deren Augen zu öffnen. Ein Paar springt schnell in der vorgegebenen Reihenfolge. Das zweite Paar tut es ihnen gleich und springt ebenfalls. So lautet die Legende. Dies scheint ein Hinweis darauf zu sein, wie diese Statuen verbunden werden können. Man kann davon ausgehen, dass die Statuen, die nach oben und unten blicken, auf ähnliche Weise miteinander verbunden werden können. Genau, wurde hier nochmal ausführlich erklärt, was ich gerade eben auch schon kurz erwähnt habe. Genau. So, hier ist noch ein Ultratau. Gut. Und dann hier noch Münzen. So, ich werde jetzt mal aber dann, wie gesagt, die weiteren Gegner erstmal ein bisschen mehr in Ruhe lassen. Wenn einer direkt auf dem Weg ist und der ansonsten halt im Weg wäre, werde ich ihn schon noch bekämpfen. Aber sonst vielleicht nicht mehr. Aber ich versuche schon zumindest alle Blöcke und alle Geheimnisse hier mitzunehmen. Was da ja doch auch immer in jedem Gebiet ein paar gibt. Aber hier ist gar nichts. Okay, einfach nur so eine Plattform. Hier aber dafür Eisblumen. Und die Bohne will ich auch haben. Also vor allem, wenn Gegner in der Nähe von Bohnen sind, dann will ich sie schon besiegen. Dass ich mir die Bohnen in Ruhe holen kann. So, sogar 3 Stück schon. Okay. So, ich greife mal sogar den Poki zuerst an, weil ich glaube eben, dass wir von dem schon alles gesehen haben dürften. Aber denen habe ich ja noch nicht alles verstanden. Zuerst Luigi. Ja. Wieder Luigi. Ja, es sah auch gleich aus, aber sie haben ja auch denselben angegriffen. Ich werde mal die Angriffe verkacken, dass wir noch ein bisschen mehr von denen sehen können. So. Und zack. Ja, das ist eh der andere Angriff. Da kann man übrigens auch schon ihn hier treffen, genau. Also entweder da dann direkt oder halt, wenn er über einem ist. Kann man sich aussuchen, wann man den... Ja, shit. Wann man den Gegner lieber treffen will. Und ich bin gerade zu blöd für irgendwas. Aber okay. Zack, zack. Und... Du darfst auch sterben. Okay. So, wie gesagt, ganz sicher bin ich mal jetzt bei dem einen Angriff immer noch nicht. Aber die werden noch ein paar Mal, nicht nur ein paar Mal, noch sehr oft hier vorkommen. Also ich habe da schon noch einige Chancen. So, 2, 3, 4, 5. Geschwindigkeit kommt dran. So, ich sehe eine 4 zumindest und direkt danach kommt eine 6. Warte mal, Moment. Na, ich habe aber die 4 erwischt. Ach man, ey. Naja, was soll's. So, ich meine, Geschwindigkeit hat Mario eh schon sehr viel und deswegen, dass wir jetzt da keine 6 bekommen haben, ist nicht so schlimm. Wartet. Nein, ach Mann, ey. Boah, ich bin da echt viel schlechter geworden beim Timing, ne? In den ersten paar Parts habe ich das so ziemlich immer hinbekommen. Und in letzter Zeit mache ich da total viele Fehler. Also das habe ich jetzt im Laufe des Let's Plays irgendwie verlernt, wie das geht, das Bonusrad da richtig zu betätigen. Naja. Und den hätte ich eigentlich gar nicht besiegen müssen. Aber wir haben noch einige Chancen jetzt, dann das zu sehen. Ich werde mal wieder verkacken, den Angriff. Das heißt, wenn sie mal irgendwann Mario angreifen werden... Und stimmt, stimmt. Bei dem Angriff gibt es ja auch noch eine Variation. Stimmt. Wieder Luigi, ja. Und wieder. Ja, sah auch alles gleich aus. Genau, stimmt. Und wie gesagt, bei dem Stachelangriff gibt es auch noch eine Variation, die sie uns noch gar nicht gezeigt haben. Deswegen, ich werde es mal noch die ein bisschen angreifen lassen. Die 3. So. Da muss ich kontern, wenn ich keinen Schaden nehmen will. So. Wieder dasselbe. Leider.
Diesmal Mario zuerst. Ja, das sah genau gleich aus für mich. Jetzt. Ja, obwohl ich meine, vielleicht hat er, kurz bevor er eingetaucht ist, hat er da die rechte Hand oder den rechten Arm gehoben? Weil als er rauskam, hat er auch den rechten Arm wieder gehoben. Vielleicht hat man es daran ganz, ganz kurz erkennen können. Das ist aber sehr schwer, weil er halt nur ganz, weil halt der Arm nur ganz kurz überhaupt erkennbar ist von ihm. Ja, das ist einfacher, weil da hält er ihn wirklich lange hoch. Deswegen, das glaube ich eigentlich nicht, muss ich sagen, weil es hier so eindeutig ist. So, und, aber immer noch keine Variation. Mann, ey. Die Gegner sind irgendwie nicht so nett, weil sie mir irgendwie nicht das zeigen, was ich eigentlich gerne sehen will. Dass wir die auch wirklich voll und ganz verstehen, die Gegner. Das wollen sie irgendwie nicht machen. Aber, na gut. Wuhu, und auch gleich ein Level Up für Baby Mario. Gut. Bei ihnen habe ich ja bei Level 15 auch die Verteidigung erhöht, was ja ein Fehler war, weil die ja bei 14 auch schon dran kam, laut meiner Reihenfolge. Deswegen werde ich jetzt die Geschwindigkeit dann auslassen und jetzt halt den Bart erhöhen. Weil Bart ist sogar auch eh fast wichtiger, finde ich, als Geschwindigkeit. Moment. Okay, gut. Weil tolle Treffer haben wir ja schon einige gesehen. Und wenn da noch mehr kommen in Zukunft, dann ist es auf jeden Fall nicht verkehrt. So. Und hier sehe ich auch Vierer. Wartet. Okay, gut. So, bei den Babys habe ich wenigstens hinbekommen, denen gute Werte zu geben. Aber ich meine, Mario hat ja auch eine 4 bekommen, muss man zugeben. Also, das war ja auch nicht schlecht. So, hier mehr Münzen. Und auch eine geheime Jeans noch. Können wir auch gleich uns angucken, was man mit der so alles anstellen kann. So, wir schauen gleich mal nach. Und zwar, hier ist sie. Jeans, die den Träger irgendwie erwachsener erscheinen lassen. Für die Babys. Und, wow. Erhöht Verteidigung, Geschwindigkeit und den Bartwert. Okay. Bei Baby Mario würde die Verteidigung ein bisschen sinken. Bei Baby Luigi dafür die KP. Ja, die von Baby Luigi ist eigentlich ein bisschen besser, würde ich fast sagen. Die Hose insgesamt. Deswegen gebe ich sie mal... Ja, obwohl, ich weiß gar nicht genau. Ja, nee. Weil, nee, ich werde es sogar Baby Luigi, glaube ich, geben. Weil bei ihm ja auch mehr steigt. Da hat er jetzt halt relativ wenige KP nur noch. Aber dafür steigt halt alles andere, gefühlt. Also ich mache das mal, ja. Okay. Vielleicht finde ich ja auch hier nochmal irgendwo geheime Jeans ein weiteres Mal. Sodass ich dann die auch Baby Mario gleich geben kann. Okay. So, ich will übrigens auch versuchen, hier immer so halbwegs strategisch vorzugehen. Wir können ja auf der Karte auch sehen, wie die einzelnen Räume geformt sind. Hier haben wir jetzt einen relativ länglichen Raum, sag ich mal. Nee. Ach komm. Und das ist auch wirklich genau so, dass der eben länglich ist. Und dass ich nur ein paar Mal horizontal entlang laufen muss, um dann schon alles gesehen zu haben. So, nee, ich mach mal, ich weiß gar nicht genau, ob ein Paradox-Ei ihre Körperteile weghaut. Ich glaube sogar nicht, weil ich ja den Kopf damit angreife, aber ich teste es mal kurz, wie das funktioniert. Ja, schauen wir mal. Genau, ja. Macht halt normalen Schaden, aber haut nicht die Körperteile weg. Na gut. So. Aber wir können trotzdem hier natürlich viel Schaden machen. Und wir gehen nur auf den unteren irgendwie. Und der ist schon tot. Okay, das wird ja zufällig bestimmt, wen ich angreife. Und irgendwie wurde nur der untere angegriffen. Aber na gut. So, dann einen Körperteil kurz weghauen. So. Und zack. Okay. Mario und Luigi. Na shit, ich bin doch gesprungen. Boah, ich stelle mich aber auch schlecht an, ne? Das gibt's nicht. Und da, das macht er mit den Stacheln aber auch, glaube ich, immer exakt gleich. Also er wird immer das wollte ich gar nicht. Ich mache einen Sprung, das dürfte ausreichen, genau. Das macht er immer exakt gleich, dass er, glaube ich, zuerst zwei Stacheln daneben schießt und dass der dritte Stachel dann treffen wird. Also bei den ersten beiden noch warten und dann, sobald der dritte kommt, dann eben springen. Das dürfte, wie gesagt, immer gleich ablaufen. Okay, nein, den will ich nicht besiegen. Das schaffen die Babys alleine. Hoffe ich mal, aber es sind viele Gegner hier in der Nähe. Okay, alles gut. So, genau, hier ist dann die Statue eben. Ja. Und da oben ist noch eine Bohne und auch ein Block. Will ich auch ganz gerne haben. Ohne gestört zu werden. So, okay, gut. Und den Block, genau, hier sind auch noch Blöcke, an die wir auch rankommen können. Mit dem Wirbelsprung nämlich. Das machen wir auch gleich noch schnell. So, erstmal nach unten. So. Und zwar mit Münzen. Nehme ich gerne mit. Und dann aus... Ja, shit. Ach, Mann, ey. Und dann außerdem noch auf der anderen Seite. Komme ich da von hier aus rüber? Komme ich gerade so, ja. Hier noch mit einem weiteren Max-Pilz. Okay, cool. Ist aber nicht der erste, weil wir haben ja im Untergrund vom Pilzpalast auch schon den Max-Pilz gefunden. Ist jetzt dann eben unser zweiter. Okay, let's go. Okay, Doki. So, hallo ihr. Diesmal werde ich keine Gnade haben und schön heftig angreifen. So, Mario. Das war zu früh. Ich hab doch... Bin ich schlecht hier? Ich hab doch gemacht. Mann, ey. Genau, man hat ja sogar im Prinzip zwei Chancen bei dem Angriff. Einmal, wenn er rauskommt, und dann halt danach nochmal.
Ja. Aber jetzt stelle ich mich irgendwie echt ziemlich schlecht an. Ich mach mal Talos Ivy. Das würde jetzt locker ausreichen. Die sind schon beide sehr stark geschwächt. Ja, und apropos geschwächt, Mario ist schon auch geschwächt mittlerweile, ne? Muss man klar sagen. Und bis zum nächsten Bosskampf dauert es natürlich noch. Wir haben ja mit dem Gebiet erst angefangen. Also ich kann mich noch lange Zeit nicht heilen. Ja. Da muss ich jetzt echt ein bisschen mehr aufpassen. So. Aber Blöcke haben wir ja alle, genau. Dann gehen wir mal kurz weiter zum nächsten Gebiet. Da ganz rechts oben. Da wird es wenigstens keine Gegner geben, glaube ich zumindest, aber dafür ein kleines Minispielchen. Stimmt's? Wohin so schnell, Söhnchen? Wenn du hier vorbei willst, musst du ein Spiel spielen. Berühre den Block, der da hinten erscheinen wird, bevor die Zeit um ist. Wenn du es schaffst, lasse ich dich vorbei. Du darfst dich dann als offizieller Wüstenrenner bezeichnen. So, genau, das müssen natürlich wieder die Erwachsenen machen. In ihrer Ballform. So, genau, okay. Werde ich mal dann gleich kurz aktivieren. So, am besten auch mit dem Wirbelsprung schon. Richtig? Dass ich dann nicht mehr umschalten muss. Und dass wir direkt zum Ball wechseln können. So, 18 Sekunden diesmal. Und los! So, hier muss man auch jetzt den richtigen Weg finden. Ja, weil das so ein bisschen labyrinthartig aufgebaut ist, aber kann man schon hinkriegen. So. Und da oben ist schon das Ziel. Genau. Okay, kein Problem. Das war mal eine Show. Es besteht kein Zweifel, ihr seid alle wahre Wüstenrenner. Ihr dürft passieren. Bis zum nächsten Mal. So, sehr schön. Ich glaube, ihr dürftet gleich irgendwo auch wieder eine Röhre kommen, um die Babys zu mir zu holen. Hoffe ich zumindest. Ich gehe mal noch kurz entlang. Ich will jetzt natürlich nicht alleine kämpfen, vor allem auch gegen neue Gegner. Da ist ja doch keine Röhre sogar. Vielleicht auch doch nicht. Okay, dann werde ich mal doch... Das ist aber ein bisschen nervig. Ja, ich werde mal doch mit den Babys da nochmal kurz hier entlang laufen. Hilft jetzt. Ja, obwohl ich meine, ich könnte jetzt halt gleich getrennt einfach weitermachen. Weil ich ja eh getrennt sein muss, um die Säulen zu aktivieren. Wenn ich schon getrennt bin. Ja, ich mach das mal. Ich muss halt jetzt ein bisschen aufpassen. Dass ich jetzt mit den Babys am besten nicht alleine kämpfe, weil wir ansonsten vielleicht Probleme haben könnten. So, ich werde hier erstmal die Babys dann hier parken. Bei der Säule hier erstmal, ja. Und die Erwachsenen müssen jetzt erstmal dann kurz da nach unten gehen. Ich werde mal das hier alles ignorieren. Ich werde mal wirklich alles ignorieren, weil ich dann das Gebiet hier später noch ein bisschen genauer erkunden werde. Ja. Und ich meine, wenn ich jetzt in den Gegner reinlaufe, ist es halt so. Aber ich würde auch ganz gerne den Gegnern hier ausweichen wollen. Wir haben ja auch neue Gegner sogar hier bei uns, die ich dann gleich noch bekämpfen will. Wo ist hier die Säule? Da ist sie. Okay. So, aktivieren. Mit irgendeinem Paar. Reihenfolge ist egal. Dann zu den anderen wechseln. So. Und auch aktivieren. Tidum. So, und beide schießen sie einen Strahl. Genau, der diesen einen komischen Block da trifft, den wir beim letzten Mal schon gesehen haben. In dem noch so ein Ausrufezeichenblock verborgen ist, den wir dann aktivieren können und der uns hoffentlich dann zum geheimen Eingang führen wird. So, dann wieder zurück nach oben, kurz gehen, um auch noch den anderen zu aktivieren. Und, ja, warte mal, ich kann mal kurz was nachgucken. Weil das war doch, glaube ich, hier so, dass man nur von rechts nach links kam, aber nicht von links nach rechts, oder? Oder kann man dann eine Abkürzung aktivieren? Ich muss mal kurz gucken, wie das nochmal war, hier an der Stelle. Ein Wirbelsturm ist da nämlich. Genau, man kommt. Stimmt. Dann soll ich jetzt, jetzt mal doch, glaube ich, 7 Taschen aus übrigens. Will ich mal doch jetzt vielleicht das hier zuerst schnell erkunden. Würde ich sagen. Ja. Weil ich komme eben, wie gesagt, hier von der rechten Seite nicht mehr auf die linke Seite dann hier zu. Oder nee, anders gesagt, von der linken Seite komme ich nicht auf die rechte zurück. Ich komme nur von der rechten zur linken, aber nicht andersrum. Genau, okay. Dann werde ich jetzt mal doch hier schnell alles mitnehmen, was ich finde. Ich hoffe immer noch, dass ich keine Kämpfe... Ja, nee, aber es geht ja nicht. Stimmt, weil ich brauche ja für ein paar Sachen die Babys. Ja, das ist nicht so ideal. Ja, okay, dann werde ich doch erstmal... ich hab Stimmungsschwankungen. Werde ich doch erstmal jetzt die Knochendinger aktivieren. Die Statuen. Und dann danach werde ich nochmal mit allen einfach entlanglaufen hier. Und dann noch den Rest erkunden. Weil Blöcke würde ich schon ganz gerne alle mitnehmen. Zumindest alle, die ich halt aktuell schon mitnehmen kann. Weil da könnten ja auch weitere Kleidungsstücke sein, die dann sehr nützlich sind. So. Auch das haben wir aktiviert. Gut.
Und wir kommen damit an den Block ran. Genau. So, dann hole ich mal jetzt vielleicht die Erwachsenen wieder jetzt hierher. Da muss ich halt jetzt nochmal da leider dann eben... Ach, wo sind die Warpröhre da unten? Muss ich halt jetzt dann nochmal leider da den Weg entlang laufen. Aber lässt sich jetzt nicht verhindern. Ist nun mal so. So. Okay. Denn wie gesagt, alles erkunden würde ich schon. Will ich sogar mal kurz einen Schnitt machen? Ich mache mal kurz einen. Bis wir uns dann gleich wieder auf der rechten Seite zu Fürth dann sehen werden. Wenn ich dann dort auch noch alles erkunde. Und da bin ich auch schon wieder. Jetzt dann eben mit neuen Kämpfen, die wir erstmal machen. Gegen Bob Oms. Na komm. Hallo. Ernsthaft jetzt? Das hat mich doch gar nicht berührt, das Ding. Ach Mann, ey. So, hallo Bob Oms. So, sterben sehr schnell. Genau. So, und zack. Und sie haben nur diesen Angriff. Aber mit Variation. Denn sie können eben vor einem der Brüder hingehen und dann zu dem geradeaus hinlaufen. Aber sie können da auch andere Dinge machen. Und was für Dinge werde ich dann gleich noch zeigen. Und natürlich können Bob Oms, weil es halt Bob Oms sind, auch explodieren, wenn ich bestimmte andere Dinge noch mache. Und auch das werde ich gleich noch zeigen. So, und wie gesagt, Blöcke würde ich auch noch ganz gerne alle mitnehmen. Vielleicht werde ich sogar diesen Part jetzt ein bisschen länger machen, weil die letzten paar waren eh ein bisschen kürzer teilweise. Ernsthaft jetzt? What? Ja, ist egal. Die letzten Parts waren eh immer, also die waren nicht kürzer, aber die waren schon über 20 Minuten, aber halt jetzt nicht so mega lang. Also vielleicht mache ich den ein bisschen länger, weil ich jetzt noch die Wüste vielleicht sogar abschließen will. Mal schauen. So, ich werde mal einen Bob-Omb nämlich nur schwächen und nicht töten. Also es reicht noch nicht, ich muss ein bisschen mehr schwächen. Na gut. Dann macht mal Luigi einen normalen Sprung. So, okay. Genau, wenn sie wenig KP haben, machen sie sowas. Und dann muss ich versuchen, sie rechtzeitig zu treffen. Wenn ich das nicht schaffe, werde ich sehr viel Schaden nehmen. So. Okay. Dann, jetzt kann ich sie töten. Passt schon. Aber ich will dann gleich nochmal gegen Bob Oms kämpfen. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Hat er jetzt den rechten Arm gehoben zuerst? Das kann man voll schwer aber nur erkennen, weil der ja sofort im Sand versinkt. Also ich, vielleicht kann man es nicht erkennen. Vielleicht gibt es keine Anzeichen und man muss da einfach reagieren. Also eigentlich gab es bisher immer ein Anzeichen, aber vielleicht bei dem dann doch nicht. Ich bin mir echt unsicher. Aber wenn ihr irgendwas wisst, dürft es gerne in die Kommentare schreiben. Ah, stimmt, genau. Yay, das haben wir auch noch sehen können. Wenn er so einen komischen Cheat-Cheap hervorholt, dann nicht springen, nur bei den Stacheln. Okay. Gut. Dann dürfen wir jetzt bei denen zumindest erstmal alles gesehen haben, hoffe ich. Aber bei den Bob Oms noch nicht, deswegen da werde ich dann gleich noch gegen welche kämpfen, wenn ich wieder welche irgendwo sehe. Den habe ich schon aktiviert, ja. Genau. Aber den zum Beispiel noch nicht. Aber viele andere Blöcke noch nicht. Na gut, vier Stück wieder. Okay. Erschwächen will ich sie, glaube ich, gar nicht mehr, weil da können sie nur diesen einen Angriff machen und keinen anderen. Oder? Ja, vielleicht sogar doch. Ich weiß gar nicht genau. Ich glaube eigentlich nicht. Aber ich werde es mal trotzdem... Das hat nicht ausgereicht, what? Ja, ich habe auch keinen Erstangriff gemacht, das stimmt schon. Aber dennoch. Ach nee, das... Hä? Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall die Variation sehen können. Sie können auch zum anderen hingucken und dann den noch angreifen. Genau. Ja, aber der war doch jetzt... Ich dachte, das hängt davon ab, wie stark sie geschwächt sind. Vielleicht doch nicht? Ich weiß aber nicht, wovon das abhängt. Das hat jetzt ausgereicht. Oder auch einfach, ah nee, es hängt von der Rundenanzahl ab. Das kann aus, shit, kann auch sein. Ich war zu langsam, ernsthaft? Bam, okay. Ja, und dann machen sie sehr viel Schaden, wie wir schon sehen konnten. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Okay. Puh. Aber dann dürfen wir jetzt, glaube ich, wirklich alles hier gesehen haben. Auch, wie sie eben noch, das wollte ich auch noch zeigen, wie sie den Blick rüber machen zum anderen Bruder, um dann den noch anzugreifen. Das kann eben auch passieren. Okay, dann erkunden wir jetzt noch hier den Rest und werden noch alle restlichen Blöcke hier hoffentlich mitnehmen. Zumindest die, an die wir rankommen. Es gibt ja auch ein paar, die wir gar nicht bekommen können. Den zum Beispiel glaube ich auch nicht und den da oben auch nicht. Ne, der ist auch zu hoch. Da komme ich auch nicht hin. Na gut. Aber hier komme ich hin. Natürlich. Genau, und hier will ich auch noch kurz reingucken, was wir da finden können. So, nämlich den X-Angriffsorden. Aha, und noch Münzen. Okay, den hätten wir uns ja auch im Pilzpalast kaufen können, schon. Den kann ich mal vielleicht beim nächsten Mal trotzdem kurz anlegen, weil ich mir nicht ganz sicher bin, wie der funktioniert. Weil die Beschreibung da ein bisschen komisch ist, finde ich. Aber das war ja, glaube ich, so, dass wenn ich bei einem Bros-Item einen Super erhalte, dass ich dann... Da komme ich hoch, ja. Dass ich dann den Angriff erhöhen kann, kurz danach. Ich glaube, so dürfte es sein. Und ich werde es auch mal noch beim nächsten Mal vielleicht testen. So, nee, halt nicht den Ball. Ultra-Tor kriegen wir hier. Das ist auch schon ziemlich gut. Ist sogar unser erster Ultra-Tau. Weil wir haben ja schon einen normalen Pilz-Tau und auch Super-Tau.
Aber haben wir eigentlich schon den Ultratau? Weiß ich gar nicht genau. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall einen. Und das ist ja schön. So, jetzt noch alle restlichen Blöcke mitnehmen, die ich so sehen kann. Und am besten keine Kämpfe mehr machen, weil Bohnen, ja, ich glaube sogar, ich habe gerade eine Bohne ausgelassen irgendwo, ne, in dem anderen Gebiet. Aber das ist schon okay. Denn wie gesagt, ich will eh nicht alle Bohnen mitnehmen, weil die nirgendwo aufgelistet werden. Und weil es später eine Möglichkeit gibt, wie man sogar ziemlich leicht eigentlich, wenn man das kann, unendlich viele von denen farmen kann. So, haben wir Münzen. So, aber die will ich auf jeden Fall mitnehmen. So, wunderschön. Hier ist noch ein Block. Mit 4 Eisblumen. Die nehme ich auch gerne mit. Obwohl ich eh mehr als genug von denen habe, aber kann nicht schaden. Kann ich ja auch notfalls dann eben verkaufen. Für mehr Geld. Und dann da unten waren wir ja gerade eben schon. Genau, aber stimmt, ganz links unten waren wir ja auch noch gar nicht. Also auf der anderen Seite. Richtig. Also hier kann ich jetzt eben nur mit den Erwachsenen rüber. Aber ich glaube und hoffe, dass auf der anderen Seite eine Warpröhre ist, um die wieder herzubringen. Ich wäre schon von der linken Seite auf die rechte gekommen. Aber nur, wenn die Babys da sind. Das ist ja sehr interessant. So, rolle in die Ballkanone rechts, um einen Flug der Sonderklasse zu erleben. Hinweis, zuvor musst du den Schalter finden und die Kanone mit etwas geladen haben. Mhm. Aber dann ist doch hier eine Warpröhre bestimmt, oder? Oder ist ja keine? Hier sogar anscheinend... Nein, ich wollte nicht kämpfen. Ja, okay. Mach ich mal kurz einen einzelnen Kampf. Mit den beiden passt schon. Das will ich nämlich eigentlich auch noch ganz gerne kurz zeigen, was mit dieser komischen... Hat er jetzt den linken gehoben? Nee, ich glaube nicht. Keine Ahnung, ich glaube, man muss einfach reagieren. das will ich auch noch ganz gerne dann gleich kurz zeigen, was man da machen muss bei der Stelle. Weil das wird später auch nochmal wichtig werden. Und da können wir uns das gleich jetzt mal angucken. Aber anscheinend gibt es wirklich nur eine Warpröhre halt auch bei der... Bei der Warpröhre halt. Da ganz auf der linken Seite. Ah ne, hier ist auch eine. Okay, ein bisschen fernab irgendwie, aber na gut. So, denn man kann doch von links nach rechts kommen. Aber dann müssen alle 4 da sein. Denn die Babys können hier reingehen. Und da ist dann eben ein Schalter. Genau. Der aber erst aktiv wird, sobald eine Kanonenkugel hier reinrollt. Nämlich wir. Dann können wir den aktivieren. Und dann können die Erwachsenen rübergeschossen werden. Genau so ist es. Aber die Erwachsenen alleine können von rechts nach links kommen. Aber von links nach... Ja, shit. Von links nach rechts kommen sie nur, wenn die Babys auch da sind. Das war jetzt komisch, was da passiert ist. Okay, nochmal kurz. So, Sekunde. So. Okay. Gut. Haben wir das auch noch geklärt? Wir haben jetzt auf jeden Fall... Nein, nicht alle Gegner besiegt. Aber schon einige Kämpfe haben wir gemacht. Ach man, ey. Ja, ich mache nochmal einen Sprung. Passt schon. So, ich hoffe, ich kann den oberen schnell genug besiegen. So, ich habe wieder keinen Unterschied gemerkt beim Angriff. Ja. So, reicht es aus? Nein? Oh Gott. Natürlich kommt jetzt der Angriff und ich kann nichts machen. Ich muss Schaden nehmen. Toll, das hat sich gelohnt. Oder auch nicht. Ach man, ey. So. Okay. Und dann darfst du gleich sterben. Aber ich habe echt schon jetzt viel Schaden genommen, ne? Muss man zugeben. Aber da wir jetzt die Wüste dann erstmal ganz gut abgeschlossen haben, kommt jetzt dann der nächste Bosskampf doch schon recht bald. Tatsächlich. Vielleicht sogar schon, doch beim nächsten Mal dürfen wir den eigentlich schon dann erleben, denke ich mal. Und dann kann ich mich auch wieder heilen, endlich. Ich muss jetzt noch bei dem Kollegen aufpassen. Weil ich will jetzt eigentlich nicht mehr kämpfen. Okay. Genau, denn ich würde dann erstmal sagen, Leute, das war's hier für diesen Part von Let's Play Mario und Luigi zusammen durch die Zeit. Beim nächsten Mal wird es dann hier in der Wüste noch weitergehen, wenn wir dann den Geheimgang nehmen werden, um dann in diesen Dom da reinkommen zu können. Ich gehe noch am besten kurz hin, werden aber nicht mehr aktivieren. Das kommt dann eben erst beim nächsten Mal. Und dann mal gucken, was uns dann in diesem ominösen Dom, wo ja tausende Schubs beim letzten Mal rauskamen, was uns dann da so erwarten wird. Okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.